إذا اتفقنا بدأنا في الدرس. Ich will keine Worte hören. Ja, wir machen und dann doch nicht machen, sondern derjenige, der jetzt stört oder seine Beine ausstreckt oder das Handy rausholt und damit spielt, was machen wir mit ihm? Wir nehmen sein Handy. Einverstanden? متن مختصر سماه المؤلف رحمه الله تعالى متن الدروس المهمة لعامة الأمة. ما هو؟ متن الدروس المهمة لعامة الأمة. Wir wollen heute die Geschwister einen Unterricht machen und der Gelehrte hat diesen Unterricht folgendes genannt. Der Text über die bedeutenden und wichtigen Sachen für diese Umma, für diese Gemeinschaft des Propheten. دروس لا درس واحد. دروس Und das sind Unterrichte, nicht ein einziger Unterricht. مهمة. Wichtige Unterrichte. لعامة الأمة. كل من كان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يتعلم هذه الدروس المهمة. Für alle, die in der Umma, also in der Nation des Propheten صلى الله عليه وسلم drin sind. لماذا اخترنا دراسة هذا المتن المبارك؟ لماذا ندرس الدروس المهمة؟ Und warum lernen wir diese wichtigen Unterrichte? من يعرف؟ Wer weiß es? لأنها مهمة. Weil sie wichtig sind. هناك من يتكبر على العلم والعلماء. هناك من يتكبر على العلم والعلماء. يقول هذه دروس مهمة لكن لمن؟ لعامة الأمة. وأنا طالب علم. ما أحتاج هذه الدروس. نعم. Und es gibt manche, die haben Hochmut gegenüber dem Wissen und der Gelehrten. Er sagt, das sind Unterrichte für die allgemeinen Muslime, aber ich bin Schüler des Wissens. Wieso sollte ich das zuhören? نقول طيب. تعال. نسألك عما في هذه الدروس أجبت فأنت أعلى من عوام الأمة وإن لم تجب فعوام الأمة أحسن منك صحيح؟ أي نعم Zu dieser Person sagen wir, okay, komm, wir fragen dich Fragen über diesen Unterricht. Und wenn du die richtig beantwortest, bist du besser als die allgemeinen Muslime. Und wenn du sie aber nicht beantworten kannst, dann sind alle allgemeinen Muslime besser als du. فطالب العلم أنت كبر. يتواضع من تواضع لله رفعه. Aber ein Schüler des Wissens hat niemals Hochmut gegenüber dem Wissen. Denn er ist immer demütig und je demütiger er ist, desto mehr wird ihn Allah hochheben. Und was lernen wir jetzt in diesem Buch, in diesem Text? Wir lernen sechs wichtige Sachen. Wir lernen die Art und Weise, wie unsere rechtschaffenen Vorfahren, die Salaf, den Koran auswendig gelernt haben. Und wir werden lernen, was den Eindeutig-Glauben, also den Tawhid, ausmacht und was das Gegenteil davon ist, also der Schirk. Und wir werden das Gebet erlernen und alles, was darum geht. ما يتعلق بالوضوء والاغتسال والتيمم والطهارة. Wir werden alles darüber lernen über die Waschung und über den Tayammum, also die Waschung mit der Erde und die Reinigung. ما يتعلق بتقسيم الميت وتكفينه والصلاة عليه. Und was das angeht, wenn man einen Toten wäscht und kleidet und das Gebet bei ihm betet. الآداب والأخلاق الإسلامية. Und der Anstand und das Verhalten des Muslims. من يعيد لي هذه الأمور الستة عندك؟ Wer wiederholt diese sechs Sachen? La ahad? Na'am. Die Sahaba mit dem Koran. Khali i'ida, hatta bil lughah al-almaniya, na'am. Wo ihr von awwalan tariqat al-salaf bil ilm. Ma hifz al-Quran. Ja, ma hifz al-Quran. Al-thani ma yata'allaq bi al-tawhid wa ma dhad al-tawhid. Das zweite Mal, der Tawhid, der Eingottglaube und alles, was damit zu tun hat und das Gegenteil. Danach das Gebet. Der Wudu und das Waschen und die Reinigung. Das Waschen des Toten, die Kleidung des Toten und das Gebet auf ihn. Al-Adab al-Akhlaq al-Islam. Und die Verhaltensregeln und der Anstand الآن نبدأ في الدرس. إلى الآن ما درسنا بعد.
ما هو الدرس الأول؟ خذ اللي يتكلم بدون أدب هذا ما اتفق معنا على الشروط. لعل نأخذ كل ما في جيب. عيب ما أحد يتكلم أخوان. نعم ما هو الدرس الأول؟ Was ist der erste Unterricht, mit dem wir jetzt anfangen? Weil bis jetzt haben wir noch nicht den Unterricht angefangen. طريقة السلف. هل ترك السلف حفظ القرآن؟ هل حفظ السلف القرآن من دون تدبر ولا عمل؟ لا. Haben die Gelehrten, die rechtschaffenen Vorfahren, die Salaf, haben sie den Koran ohne Nachdenken und ohne eine Art und Weise auswendig gelernt? Nein. لا هذا ولا هذا. Weder dies noch das. هل كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحفظون القرآن في كل يوم؟ نعم. يحفظون في كل يوم 10 آيات. Haben die rechtschaffenen Vorfahren jeden Tag den Koran auswendig gelernt? Ja, sie haben. Und zwar jeden Tag 10 Verse. فالمتبع حقا لطريقة السلف لابد يحفظ في كل يوم. Also wenn jemand wirklich die Salaf, die rechtschaffenen Vorfahren befolgen will, muss jeden Tag auswendig lernen. وينظر في تفسير هذه الآيات العشر. Und muss schauen, was ist die Koran-Exegese, also die Tafsir von diesen 10 Ayat. من تفسير مختصر مثل تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد يبحث عن مختصر للتفسير. نعم. Es kann auch ein kurzer Tafsir sein. Es muss nicht ein langer sein. Wie der Tafsir von Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'd. ثم استعين بالله على العمل بهذا الذي تعلم من تفسير القرآن. Und danach bittet er Allah darum, ihm zu helfen, das, was er gelernt hat von diesen 10 Versen, in Taten umzusetzen. So verbindet er zwischen dem Auswendiglernen und zwischen dem Wissen und zwischen den Taten. Und das Wichtigste, was man jetzt erstmal auswendig lernt, ist die Sura Al-Fatiha. Und danach die kurzen Suren, wie zum Beispiel zwischen Surah Ad-Duha bis zu Surah An-Nas. Ja, und bei Ihnen lag Kullana, ja, ein Scheib mit dem Kalam ala Tafsir al-Fatiha und mit dem Duha al-Nas, bei Ihnen lag Ja. Na. Und wir werden, inshallah, das Ziel machen von der Surah al-Fatiha und zwischen, von den kleinen Suren, die wir gerade erwähnt haben. طيب, بعد هذا, الدرس الثاني. Und danach der zweite Unterricht, worum ging er? ما هو الدرس الثاني؟ نعم. التوحيد. التوحيد وما يضاد التوحيد. نعم. Und der zweite Unterricht ist der Eingottglaube und alles was dafür spricht und was die Gegenteil davon. لماذا ندرس التوحيد؟ Warum lernen wir diesen Eingottglauben؟ من يعرف؟ لو قال لك إنسان لماذا ندرس التوحيد؟ نعم. لماذا ندرس التوحيد؟ Warum lernen wir diesen Tauhid? Wenn jemand dich fragt, was gibt's als Antwort? نعم. حتى لا نقع في الشرك. حتى لا نقع في الشرك. جيد. نعم. ترجم. Damit wir nicht in den Schirk, also in den Götzendienst reinfallen. غير لماذا ندرس التوحيد؟ Warum noch? لأن الله لا يقبل أي عبادة إلا بالتوحيد. Weil Allah jede einzelne Anbetung von dir nur annimmt, wenn sie mit Tauhid, also ein Gottglaube, gemacht wurde. وإذا دخل الشرك في العبادة أصبحت العبادة باطلة. Und wenn auch nur ein bisschen gegen Götzendienst, also Schirk, in diese Anbetung reinkommt, dann ist sie ungültig. خلقت حتى تكون واحد. Du wurdest erschaffen, um ein Eingottgläubiger zu sein. لا يدخل الجنة إلا موحد. Und du wirst nur ins Paradies eintreten, wenn du an einen Gott glaubst. استقرار الأمن. Und die Sicherheit wird nur gewährt den Menschen, wenn der Tauhid auf dieser Welt ist. طمأنينة. Und die Ruhe im Herzen. حلاوة الإيمان. Die Süße des Glaubens. سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. Der Grund dafür, die Fürsprache des Propheten صلى الله عليه وسلم zu bekommen. لو يسألك إنسان يقول هل أنت موحد؟ هل أنت مسلم؟ نعم. Wenn dich ein Mensch fragt, bist du ein Eingottgläubiger, bist du ein Muslim? تقول نعم أنا موحد أنا مسلم. Sagst du ja. يقول بين لي هذا الإسلام أو بين لي هذا التوحيد الذي أوجب الله عليك ما هو؟ Und er fragt dich, zeig mir doch diesen Islam, zeig mir doch diesen Eingottglauben, den Prophet. Was sagst du? تقول ما أدري. لا أدري ما هو التوحيد. إذا معنى هذا أنه عندما يقول هذا أنه موحد هذه شهادة سوء ما تقبل.
Was willst du dann sagen, wenn er dich fragt, willst du sagen, ich weiß es nicht? Dann hast du gerade eben gelogen, als du gesagt hast, ich bin ein Eingottgläubiger oder ich bin ein Muslim. Danach fragt er dich, bist du ein Götzendiener, der jemand der Schirk macht? Sagst du, ich suche Zuflucht bei Allah, ich bin kein Götzendiener. Dann fragt er dich, und was ist dieser Schirk, der verboten ist, der so gewaltig Sünde ist? Willst du sagen, ich weiß nicht? Vielleicht bist du gerade in Schirk und du weißt es nicht. So ist das Erste und das am Wissen, was am meisten Pflicht ist, der Tawhid. طيب ما هو التوحيد؟ التوحيد شرعا نعم. So was ist jetzt der Tawhid? Was ist der in unserer Religion? هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو بأنواع التوحيد الثلاثة نعم. Es ist, dass man Allah einzig in der Anbetung macht. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال نعم. Und es gibt diese drei Arten des Tawhid. Der erste ist dieser Tawhid al-Rububiyya, das heißt die Einheit Allahs in seiner Herrschaft. Und das bedeutet, Allah ist einzig in seinen Taten. Tawhid al-Uluhiyya, Ifrad Allah subhanahu wa ta'ala bil-Ibada oder bi-Af'al al-Ibad. Und der zweite Teil des Tawhid ist Tawhid al-Uluhiyya, also der Eingottglaube im Islam in der Anbetung. Das heißt, nur Allah darf angebetet werden. توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. Und der توحيد الأسماء والصفات bedeutet die Einheit Allahs in seinen Namen und Eigenschaften. إذا لو ادعى أن أحد يخلق من العدم من الناس فهذا معناه أنه أشرك في توحيد الربوبية نعم. Wenn also jemand kommt und behauptet, dass es jemand anderen gibt außer Allah, der von aus dem Nichts erschaffen kann, so hat er Schirk gemacht in dem Tawhid der Herrschaft. صرف شيء من العبادة لغير الله الصلاة والصيام والحج والزكاة والسجد لغير الله. نعم. Und wenn jemand kommt und der zu jemand anderem gebetet hat oder gefastet hat oder für jemand anderen gespendet hat außer Allah. هذا أشرك في توحيد الألوهية. Dieser hat Unglaube getan, Schirk gemacht in Tawhid der Anbetung. أنكر شيء من الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة. نعم. Jemand verleugnet einen Teil der Namen und Eigenschaften Allahs, die im Koran oder in der Sunna erwähnt werden. طيب ما هي مراتب الدين؟ Was sind die Stufen der Religion? أو كم عدد مراتب الدين؟ Wie viele Stufen gibt es in der Religion? من يعرف؟ Wer weiß es? نعم. نعم. الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. هذه مراتب الدين. إذا مراتب الدين ثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان. نعم. Es gibt Stufen in der Religion und diese sind drei. Die erste Stufe ist der Islam, die zweite der Iman und die dritte der Ihsan. من هو المسلم؟ من هو المسلم؟ Wer ist der Muslim? لو أسألك إنسان أنت مسلم؟ طيب يقول بالله بين لي ما هو الإسلام هذا الذي تدعي إذا عرفت فأنت مسلم وإذا لم تعرف معناه مشاهدة سوء صحيح؟ نعم Wenn dich jemand fragt, bist du Muslim, sagst du ja. Und dann fragt er dich, was ist dieser Islam? Und wenn du es weißt, dann bist du Muslim. Und wenn du es nicht weißt, dann hast du wieder gelogen. المسلم الإسلام هو الاستسلام أن تسلم لله استسلام لله بالتوحيد ليس لك أن تقول لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات أنت مسلم منقاد لله تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة نعم مسلم bedeutet, dass du jemand bist, der sich Allah hingegeben hat und unterworfen hat. Du fragst nicht, warum bete ich morgens zwei Gebetseinheiten, aber mittags vier. Weil du betest Allah einzig an und du bist gebunden an Allah und du machst, was er dir sagt. Al-Islam huwa al-istislam lillah bil-tawhid. Ifrad Allah bi-anwa' al-tawhid al-thalath. Na'am.
Der Islam bedeutet, dass man sich Allah unterwirft mit diesem Ein-Gott-Glauben, mit diesem Tawhid. Das heißt, Allah in jedem Teil dieses Tawhids. Und es bedeutet, dass du Taten machst, dass du Allah anbetest, ihm gehorsam bist und nicht dich widerrätst. Und dass du dich vom Götzendienst, also vom Schirk und von allen seinen Angehörigen fernsprichst. يا اخواننا لابد ان نفرق بين التعامل مع الكفار هل يصح لي ان اتعامل مع الكفار بالبيع والشراء والعلاج والتجاره نعم wir müssen aber unterscheiden darf ein muslim zum beispiel mit den ungläubigen kaufen und verkaufen und handel machen نعم لا اشكال فيها طيب darf ich kein problem هل احب الكافر في الله وشاركه في اعياده واحتفالاته لا هذا باب نعم darf man einen ungläubigen für Allah lieben und mit ihm seine Feste feiern und ihm dient viel Zeit damit nein هل اقوم بدعوه الكافر الى الله الى الاسلام نعم rufe ich den ungläubigen zu Allah und zum Islam ja هل اؤذي الكافر وارمي القي في طريقه مثلا الشوك والاوساخ أو أتعرض له بالقتل أو بالسب أو بالشتم؟ لا. Darf ich den Ungläubigen schlagen oder bedrohen oder seinen Weg sperren oder seinen Weg mit Gefahren beschmücken? Nein. التعامل مع الكافر في البيع والشراء هذا جائز. نعم. Also es ist erlaubt, mit einem Ungläubigen zu kaufen und zu verkaufen. مشاركة الكفار بعياده واحتفالاتهم وطقوسهم والشركيات والبدع ومحبة هؤلاء هذا ما يمكن نعم هذا باب aber ich darf nicht mit einem Ungläubigen sein Feste feiern ihn gratulieren für sein Unglauben oder mit ihm zu seinen Gebeten gehen دعوة هؤلاء هذا باب مطلوب diese Ungläubigen aber zum Islam aufzurufen das ist eine andere Tür das ist erlaubt القتل والسب والشتم والأذية لهؤلاء هذا أمر منعنا منه نعم Das Schlagen und das Beleidigen und die Unterdrückung ist nicht erlaubt von diesen Ungläubigen. إذا مراتب الدين كم؟ ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان إذا هذه مراتب الدين الثلاثة سجل ضعه هنا عندي يسجل اترك الكاميرا حطه على الطاولة ما نريد الكاميرا صوت فقط يكون صوت وأنا أعطيك بعد الدرس إن شاء الله أقراص باللغة العربية فيها الدروس مسجلة أحسن؟